Nee, komm, die behalte ich mal. Aber das hier. Blackberries verkaufe ich noch. Jetzt will ich mal ganz kurz nur in den Kühlschrank gehen. Genau, das kommt da rein. Das kommt hier rein. Kann ich irgendwas rausnehmen, weil ich würde gern den Apfel lieber hier noch bunkern. Komm, wir nehmen mal die Cherry hier raus und packen den Apfel lieber rein. Und das kann ich hier auch noch mit reinschmeißen. Genau, die Cherry bunkern wir lieber draußen irgendwo. Cherry schmeiße ich mal hier rein, einfach gut ist. So, das können wir recyceln. Mayo kann ich auch noch gleich verticken. Na, komm, an die Truhe gehen wir noch. Zack. Bom, 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 bom. Ah, hier haben wir nochmal was. Das ist Blackberry auch wieder. Alles klar. Das ist also wieder ein Blackberry. Das heißt, wenn du Geld brauchst, dann spiel Lotto. Eiger, du wirst lachen, wir haben schon mal Lotto gespielt. Meine Frau und ich haben schon mal Lotto gespielt. Weil meine Frau ist eigentlich ein gigantisches Glückskind und wir haben gesagt, naja, gut, komm, wir probieren es mal aus, eine Zeit lang. Wer weiß, vielleicht gewinnen wir ja ein bisschen was und können uns ein paar Träume erfüllen. Aber das mit dem Lotto wollte irgendwie nicht so klappen, wie wir uns das vorgestellt haben. Irgendwie wollte der automatische Gewinn nicht eintreten. Ich weiß auch nicht warum. Ich kann es echt nicht sagen, warum das nicht automatisch alles klappen wollte. So. Wir nehmen ein Bier, das geben wir Pam. Hey, hey, no, this is really tempting. Thanks a million, Cat. Oh yeah. Ich könnte eigentlich dieses Minispiel mal wieder ausprobieren. Es gibt ja dieses eine coole Minispiel. Das ist aber schon scheiße schwer. Bup, bup, bup. Ah, Shadow hat Penny gepostet. Schön. Ja, Infinity, ich habe den Spruch von Big Bang Theory habe ich ein bisschen geklaut. Den habe ich ein bisschen geklaut. Malte, nicht nackt durch den Chat rennen. Du solltest nackt vor deiner Frau rumrennen. Das macht irgendwie mehr Sinn. Black hat mehr oder weniger denselben Gedanken wie ich. Wobei, sie hat dir ein Handtuch gegeben. Das heißt, du bist optimal ausgestattet, um jetzt per Anhalt durch die Galaxis zu reisen. So. Dein höchster Gewinn waren 11 Euro. Okay. Und Anubis, ich habe da vorhin gelesen, irgendwas von wegen, lies das drüber. Am besten einfach nach einer Zeit lang nochmal posten. Weil ich bin nur mit dem iPad im Chat aktiv gerade und manchmal reagiert das iPad nicht so gut. Mit dem Hoch-Runter-Scrollen ist ein bisschen doof. Und ich will ein bisschen mein Chatverhalten verändern. Ich will versuchen, wirklich nur noch Nachrichten zu überfliegen und mir irgendwelche rauszupicken, die ich in der Form nochmal interessant finde, um darauf zu reagieren. Also einfach nach einer Zeit lang oder nach einer kurzen, ja, weiß nicht. Ich habe mir noch, ehrlich gesagt, darauf habe ich mir nie Gedanken oder noch nicht Gedanken gemacht, was ich denn so als gute Zeit empfinde. Ab wann sozusagen einfach nach einer Zeit lang nochmal posten. Dann werde ich es hoffentlich lesen. Dann werde ich es hoffentlich lesen. Ich will nochmal ganz kurz. Aber 11 Euro, das ist wie gesagt schon mehr als wir gewonnen haben, Eika. Mein bester Kumpel hat mal im Lotto eine Zeit lang gespielt und sein größter Gewinn waren über 2000 Euro. Wer sagt, ich habe was anzahl? Dann hast du ja alles richtig gemacht.
Ja, komm. Oh. Blöde kleine Schleimviecher. Ich sollte eigentlich auch mal wieder meine Axt verbessern, ne? Oh, ich sollte so viel machen. So viel, oh Gott. It's so crazy. Es ist so viel zu tun noch. Und ich könnte mal Regen gebrauchen, weil Angeln und so, ne? Die letzten Fische. Fischi, Fischi, Fischi. Cool, Pilze. Na komm schon, nehmt mich mit. Balto, sie haben Angst vor dir, weil du nackt bist. Zieh dir wenigstens einen Bademantel an. Wie Arthur. Arthur, hieß er Arthur Dent? Ich glaube, er hieß Arthur Dent, oder? Ab und zu verkauft Pierre Wallpaper einzeln. Wenn er eine dunkle lila Farbe mit kleinen weißen Punkten verkauft, kauf sie damit zum Inkubator für den Dino. Was? Man kriegt mit einer Wandflagge ein Dino? Ehrlich jetzt? Ich kann eine Wandflagge bei Pierre kaufen und damit kriege ich ein Dino? Was zum Henker, dieses Spiel und seine Logik? Ich fand Ford am coolsten. Oh ja, Ford war cool. Wobei man sagen muss, die Verfilmung ist generell jetzt nicht so proppe. Aber ihn mochte ich auch. Mein Lieblingscharakter ist Marvin. Marvin, der manisch-depressive Roboter. Marvin ist einfach episch. Ich habe witzigerweise heute einen Pulli an, wo man Marvin, wie er im Film aussieht, also in der neuen Verfilmung, mit diesem runden Kopf, wo Marvin abgebildet ist. Und darunter ein Satz mit dem, wo einfach nur so steht, Hello Marvin. Und das habe ich heute als Pulli an. Oder hatte ich? Ich habe es ja vorhin ausgezogen. Oh, ich mag Marvin. Marvin ist mein persönlicher Lieblingscharakter. Das ist doch krank, wenn diese eine Tapete irgendwie... Okay. Naja gut, im Moment habe ich ja eh ein Void Chicken Ei jetzt drin. Aber ich werde auf jeden Fall mal bei Pierre dann hin und wieder reinschauen, ob er eventuell die Tapete verkauft. Weil dann könnte ich die Dino-Ei-Geschichte nachholen und dann würden wir... Wer war das? Ich glaube Okularis war das mit dem Dino. Genau, Okuli. Unseren Dino könnten wir dann auch nachholen. Okuli, unseren Dino könnten wir nachholen. Dann hätte ich... Oh, dann hätte ich sogar die beiden besonderen oder... Nee, dann hätte ich zwei der schwierigen besonderen Tiere. Einmal den Dino und das Void schicken. Als nächstes würde mir dann eigentlich nur noch das blaue Hühnchen fehlen. Das ist ja auch eins von den eher schwer zu kriegenden Tieren. Moment. Das hier noch rein und die Fackeln hier rein. Und dann... Ich glaube, den Diamant behalte ich für Penny wieder. Alter, wir schenken ihr einfach mal Diamanten. Sind wir wahnsinnig. Moment, was mag Penny sonst noch? Penny mag sonst noch Emerald. Ich muss mal gerade gucken in meiner Kiste, wie viel Emeralde ich noch habe. Hm. Du hast sie also vorhin ausgezogen, nur Distance-Stream. Oh ja, Malto, genau wie bei dir. Moment. Also, meistens bei dir. Manchmal bei dir. Wenn du nur unten rum... Nee, lassen wir das einfach. Okay, lassen. Vergesst, was ich... Also, löscht alles, was ich gerade gesagt habe aus eurer Gedankenwelt. Vielen Dank. Sehr schön. So. Moment, wir nehmen mal ein paar Amethysten mit. Amethysten sind ja recht beliebt bei den Leuten. Dann könnte ich noch... ein Pale Ale für Pam mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob nur Pam Pale Ale mag oder noch andere. Ich habe ja ansonsten meine Liste hier. Irgendwer mochte Frozen Tears. Ah, Sebastian. Ich habe es gerade gesehen. Sebastian mag Frozen Tear. Dann können wir die doch mal mitnehmen und an ihn abgeben. Ich glaube, die Diamanten sind mir einfach... Die bringen so viel Kohle. Ich glaube, die Diamanten verticke ich lieber, als dass ich sie verschenke. Ich gestehe, ich verticke lieber die Diamanten.
Oder, Moment, ich kann mir doch... Warte mal, bin ich bescheuert? Warum baue ich mir nicht noch... Ach so, war die Iridiumkosten. Aha, okay. Ja, vergiss es. Vergiss es. So. Anubis, ich bin zwar inzwischen in dem Spiel offen für Hinweise, aber bitte nicht sofort alles verraten. Nicht sofort alles verraten. Das ist zwar nett, aber ein Teil an Wissen habe ich inzwischen auch. Also ich habe mir auch ein bisschen inzwischen halt einfach was angelesen, weil ich dazu übergegangen bin, damit ich das Live-Let's Play dazu irgendwann auch mal zum Abschluss bringen kann, dass ich mich in vielen Dingen informiert habe. Und deshalb brauchst du nicht unbedingt wirklich alles sofort zu beantworten, weil das nicht unbedingt alles eine Frage ist, was ich so hier reinschreibe, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem danke. So. Oh, das waren 4 Diamanten mal so 3000 gemacht. Nicht schlecht. Cyrus hat sich auch schon ausgezogen. Los, Malte und Cyrus, werft eure Handtücher über die Schulter und reißt zusammen per Anhalter. Oh ja, Malte, das sollten wir definitiv. Definitiv. So. 8000 gemacht. Also, wenn ich dafür jetzt kein Schweinchen kriege. Wenn ich dafür jetzt kein Schweinchen kriege, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So. Müssen wir gleich mal uns ein Schweinchen holen? Ein kleines Piggy-Dee. Hey, hey Kid, here's the recipe for a little treat my Pappy used to make. Cook it now. Wir haben Stuffing gekriegt. Okay, cool. Was ist Stuffing? Es klingt interessant. Es klingt gut. Sicher wird es irgendwas Gutes sein. Also, sicherlich. Stuffing. Klingt irgendwie nach, keine Ahnung, Braten oder so? Irgendwas mit. Braten. Oh, ich bin mal wieder raus und versuche zu schlafen. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und schlaf gut. Alles klar, Eika. Erhol dich gut. Ich hoffe, du kannst einschlafen und hast dann einen morgigen, besseren Tag vor dir ohne Schmerzen. Ich kann das absolut nachvollziehen da an der Stelle. Eine gute Nacht dir und bis zum nächsten Mal bei Evo oder vielleicht hier, je nachdem. Und danke fürs Reinschauen nochmal. Ich habe ja vorhin schon, also vorhin vor diesem, vor der Live-Let's Play-Aufnahme, erwähnt, dass ich ja morgen ins Kino gehe. One Piece Gold. Oh, ich freue mich. Ich habe ja leider die 3D-Vorstellung verpasst. Ich gucke jetzt die 2D-Vorstellung, aber hey, drauf gepfiffen. Hauptsache One Piece Gold. Ich meine, es ist One Piece Gold. Hallo. Was will ich da mehr? It's epic und it's gut und perfect und bla. Jedenfalls. Halt. Ach, Moment, verdammt, haha. Euch kann ich ja auch schon abernten. Oh. Ja, ich hab ein. Ich glaube, ich baue doch noch ein Iridium-Ding jetzt an. Also ich baue, glaube ich, jetzt noch ein Iridium-Teil. Und ich weiß schon genau, wo ich es jetzt hinstellen werde. Ich glaube, ich gehe das mal schnell bauen. Ganz schnell. Und ich bin inzwischen echt ein krasser Kinogänger geworden. Also ich gehe total gerne ins Kino. Ich kann... Oder ich kann es halt auch genießen, weil das Problem früher war, dass ich niemanden hatte, der mit mir ins Kino gegangen ist. Und jetzt habe ich halt meine Frau. Und meine Frau halt genauso gerne wie ich ins Kino geht. Und wir halt uns total gerne halt die Filme im Kino anschauen. Moment, was wollte ich machen? Ach genau, ich weiß wieder, was ich machen wollte. Und es gibt halt einen Film. Den wollte ich gerne im Kino gucken, den haben wir leider nicht im Kino geguckt. Und der lief jetzt vor kurzem als Fernsehfilm, Kingsman, eine Comic-Verfilmung. Und ich habe dann halt geschaut, dass wir die halt aufnehmen auf dem Receiver. Und haben die heute mal gemeinsam geschaut. Und alter Verwalter, ist die gut.
Also ich fand die mega geil. Ich habe die Comics, habe ich so ein bisschen mal reingestöbert. Muss ich sagen, tatsächlich, die haben mich irgendwie nicht gekriegt. Also Kingsman ist tatsächlich eine Comic-Verfilmung, wo ich die Verfilmung besser als den Comic finde, tatsächlich. Passiert nicht häufig, ist aber in dem Fall tatsächlich so eingetroffen oder eingetreten, sage ich jetzt mal. Mann, gib mir doch endlich eure Hasenfoto. Ich brauche eine Hasenfoto und eine Entenfeder. Mensch. Mensch, 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 Mensch. Ihr beide seid beneidenswert, Cyrus. Ja, wie gesagt, also ich hole halt viel nach. Seit ich mit Trübka zusammen bin, hole ich halt viele Sachen nach, die ich früher halt so in der Form nicht machen konnte, weil mir einfach entsprechend die Leute gefehlt haben mit den gleichen Interessen, sage ich jetzt mal. Ich spiele inzwischen viel, viel mehr Brettspiele als früher, weil halt Rübka auch Spaß am Brettspielen hat und weil wir halt auch ein befreundetes Pärchen gefunden haben, die halt auch, wie wir Brettspiele mögen. Ich gehe mit ihr ins Kino mehr. Wir machen so Sachen halt wie, dass wir halt bowlen gehen oder, wobei sie nicht gerne bowlen geht, weil sie hat halt Probleme mit den Knien und so. Aber halt so Sachen machen wir halt viel mehr oder mache ich halt auch viel mehr jetzt. Noch immer nicht so viel, wie ich gern machen würde, aber andererseits, ich meine, ich habe ein zeitintensives Hobby mit den Streams und ich habe halt Arbeit und dann bleibt halt ein bisschen was auch auf der Strecke, wobei ich schon versuche, möglichst viel Zeit halt in möglichst viele Hobbys zu stecken. Wahrscheinlich auch ein bisschen teilweise übertreibe damit, aber gut. So. Ich will nicht eigentlich alles verkaufen. Ich glaube, das Bokchoy habe ich im Kühlschrank noch. Das Bokchoy habe ich noch im Kühlschrank.